Und damit wünsche ich euch direkt herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der PSV Eindhoven Trainerkarriere hier auf meinem Kanal. Willkommen zum Eindhoven Donnerstag. Jungs, wir haben mit Eindhoven in der ersten Saison und mit Mario Götze eigentlich ja alles erreicht, was wir erreichen konnten. Europa League haben wir gewonnen, wir sind hier Meister geworden, auch zwar knapp hinter, sondern knapp vor Ajax Amsterdam. Und wir sind Pokalsieger geworden, also alles das erreicht, was natürlich Götze erreichen wollte. Aber ein ganz großes Ziel liegt natürlich vor uns. Jetzt in der nächsten Saison in der Champions League angreifen. Weil Mario Götzes ganz großes Ziel ist, noch einmal den Henkelpott in die Luft zu halten. Und ich hoffe, dass wir das mit Götze hinkriegen. Boah, da habe ich Bock drauf. Ich hoffe, dass ich in die Gruppe von den Bayern komme. Ich nehme das erste Vorbereitungsturnier hier mit. Mit dem F. Und wir sind in der Bayern-Gruppe. Bayern, Athletic Bilbao und FC Porto. Sehr interessante Partien. Und ich hoffe, dass gegen die Bayern Götze erfolgreich sein wird. Wir haben 41,9 Millionchen. Damit können wir auf jeden Fall ja 1-2 Transfers tätigen. Ich finde, wir bräuchten einen neuen Stürmer. Dann kann ich Zahavi als Reservespieler nutzen. Oder Romero müsste ich eigentlich nutzen. Und Zahavi wird dann halt ersetzt und ich fahre ja die Tour, sage ich mal, mit Eindhoven, dass ich mir junge deutsche Spieler kaufe. So rund um Mario Götze, junge deutsche Spieler. Das würde ich geil finden. So, Deutschland, ich stelle mir einfach mal ein, mal gucken, wer hier direkt alles angeboten wird. Jan-Fiete Arp. Das wär's. Jan-Fiete, ein junger Deutscher, das ist ja. Jetzt kommt nur deutsche Bundesliga, aber nicht Nationalität. Ah, ich bin ja auch lost. Wenn ich Nationalität eingebe, dann kommen die Deutschen. Ja, moin. Huch. So, jetzt aber nochmal richtig. Jan-Fiete Arp war natürlich Deutscher. Aber bei spätestens Erling Haaland ist es mir aufgefallen. Gollnack, Hermann, Hollerbach, Zombie, Königsdörfer, Ngankam. Da finde ich jetzt gar keinen eigentlich so richtig geil. Wie warten Jan-Fiete Arp? Wenn ich wüsste, wie viel der hat. Wenn er 77, 78 hat, dann würde es ja passen. Aber ich glaube, der hat nicht so viel. Timo Werner wäre natürlich das Nonplusultra. Aber Timo Werner können wir uns hier nicht leisten. Egal, was wir machen. Nee. Berisha wäre auch geil. Wie war der? 23? Ich vermerke mal die, die ich halt interessant finde. So, das heißt, ich muss jetzt warten. Ich habe ein paar Spieler gescoutet. Das kann eine Weile dauern. Das Vorbereitungsturnier werde ich ohne die neuen Spieler spielen, ist klar. Und das Vorbereitungsturnier werde ich ja komplett simulieren. Wisst ihr ja. Das kennt ihr ja von den anderen Karrieren. Das erste Spiel, Thomas hat den Verein verlassen. Ja, hau rein, Thomas. Thomas und seine Freunde. Bing, bing. So, das erste Spiel gegen die Bayern, Jungs. Das erste Spiel gegen den Rekordmeister aus München. Dass das natürlich nicht einfach wird, das ist klar. Teze. Können wir gleich mal gucken. Wer ist denn er hier? Der 21. Nee. 21, da bleibt er bei uns. Der Teze. Der Teze. So, mal gucken, mit welchen Spielern die Bayern spielen. Ich gehe nicht davon aus, dass sie jetzt hier komplett mit Lewandowski und Co. auftrumpfen werden. Transferangebot. 23, Bosakli, der bleibt bei uns. Junior bleibt auch bei uns. Und Teze bleibt auch bei uns. Jo, Jungs, was macht ihr da? Ich möchte hier keinen Spieler abgeben. Zumindest nicht von denen. Doch, die spielen mit Lewandowski. Die spielen mit ihrem. Obwohl, nicht mit der Best. Obwohl, doch. Nee. Nübel steht im Kasten. Hier fein quasi. Okay, mal gucken. Zahavi. Ein paar Dinger machen. Zahavi. Mit dem entscheidenden Tor in der 84. Schade, dass Götze nicht getroffen hat. Götze hätte ich das so gegönnt. Lewandowski, so wie man ihn kennt, mit dem Doppelpack. Zack, gewinnen wir gegen die Bayern und da kommt direkt das Angebot für Mario Götze rein. Von Athletic Bilbao, weil die ja in unserer Gruppe sind und die das erste Spiel verloren haben. So, einmal will ich nochmal ganz kurz checken. Ich möchte auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich hier irgendwo noch eine Freigabesumme drin habe und dann ein Spieler weg ist, den wir eigentlich gar nicht verkaufen wollten. Aber kein Spieler hat eine Freigabesumme. Sehr gut, das heißt, wir gehen rein gegen den FC Porto, gegen Bilbao gewonnen haben. Das heißt, wenn wir jetzt gewinnen, sind wir eigentlich schon in der K.O.-Runde des Vorbereitungsturniers. Und unentschieden. Unentschieden kann ich mitleben. Dumfries mit
dem entscheidenden Türchen in der 74. und Daniel Mahlen mit dem ersten Türchen. Und die Bayern spielen auch bloß unentschieden. Das heißt, die Bayern könnten sogar raus sein. Durch die Niederlage gegen uns und durch das Unentschieden jetzt. Ja. Also, wir könnten auch noch rausfliegen. Wenn die Bayern jetzt gewinnen gegen Porto und Bilbao gegen uns gewinnt. Hier, Neuhaus und Zielinski. Was soll ich mit Zielinski? Nein, Neuhaus bleibt bei uns. Florian Neuhaus ist einer unserer wichtigsten Männer da. Der wichtigste natürlich Mario Götze. Philipp Max Granitschaka. Nee, was soll ich mit Granitschaka? Philipp Max wird natürlich auch nicht verkauft. So, Bilbao, letztes Gruppenspiel. Ein Unentschieden reicht aus, Jungs. Ein Unentschieden reicht aus, damit wäre ich zufrieden. Schnellsimulation, mal gucken, was es wird. Ich hoffe auf ein Götzes Türchen und ich sag's gerade, Götze macht sogar das entscheidende 2:1 und somit sind wir ganz souverän, Leute, wir sind ganz souverän durch die Gruppe marschiert. Halbfinale gegen Villarreal und kommen wir ins Finale, wir kommen ins Finale, Maxi Iataren, also mit Eindhoven läuft alles wie am Schnürchen, das heißt im Finale jetzt nochmal gegen die Bayern. Die Bayern haben es mit dem letzten Gruppenspiel doch noch geschafft in die K.O.-Phase zu kommen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nochmal im Finale gegen den FC Bayern München. Scouts sind leider noch nicht zurück. Also ich weiß nicht, wie teuer die Spieler sind. Ich weiß nicht, wie viele, welche Gesamtbewertung die haben. Ob sie überhaupt interessant sind für uns, die ich jetzt beobachtet habe. Aber jetzt erstmal Bayern. Und steht jetzt Neuer im Tor? Ja, jetzt spielen sie natürlich mit Neuer. Wird das was? Nee. Serge Gnabry, 2:0 und Sané mit dem 1:0. GG. GG an die Bayern. Wir müssen sogar direkt reingehen ins erste Ligaspiel heute in der Folge. Das werde ich auch simulieren gegen Fortuna Sittard. Ich habe leider noch keine Angebote gemacht. Ein Scout ist zurückgekommen, aber ich möchte erst Angebote machen, wenn halt alle Spieler quasi gescoutet wurden von mir. Und ich hoffe einfach, dass wir das erste Ligaspiel hier in der neuen Saison gewinnen können. Maxi Iataren. Mit dem 0:2 und Florian Neuhaus, ja, der erste Treffer hier in der neuen Saison. So, da sind sie doch endlich. Die ganzen Scouting-Berichte. 3 Spiele habe ich gescoutet. 2 davon möchte ich kaufen. Und haltet euch fest, welche Spieler. Mann, Transferzentrale, da möchte ich hin. 71 und 70. Oh, nee, die sind viel zu schwach. Die sind beide viel zu schwach. Berisha ist zu schwach. Und Jan Fiedab ist auch zu schwach. Den einzigen, ich hole mir einen Nübel, Jungs. Ich hole mir einen Nübel, weil ich möchte auch einen deutschen Keeper haben. Einen jungen, guten deutschen Keeper. Perfekt. Ich habe 12 Millionen angeboten und der Trainer ist ausgerastet. Leute, wir kriegen heute gar keinen Spieler in der Folge. Ich sag's euch so, wie es ist. Wir haben 60 Millionen. Wir könnten auch einen richtig babamäßigen Stürmer holen. Aber ich glaube, wir kriegen halt keinen deutschen Stürmer. Weil es gibt halt wirklich nicht so geile Deutsche. Also einen Luka Jovic wäre schon geil, finde ich. Komm, ich vermerke ihn mal. 70 Freigabesumme. Die möchte ich nicht zahlen. Aber wenn ich so, keine Ahnung, wie viel sollte ich für einen Jovic zahlen? Der hat doch sicherlich, keine Ahnung, wie fährt denn der Jovic? 23 Jahre alt, ne? Hat schwacher Fuß 5 Sterne. Den könnte ich mir sehr gut vorstellen da im Sturm neben Malen. Luka Jovic, komm, ich mach mal ein Angebot. Und ich hoffe nicht, dass Zinedine Zidane, der ist natürlich, wissen wir ja schon von den anderen Karrieren, er möchte immer Geld, 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 Geld. Ich fange mal mit 45 an. Oh, wow, okay. Leute, er rastet schon mal nicht aus. Er rastet schon mal nicht aus, aber 67,5, das können wir uns nicht leisten. So viel würde ich auch gar nicht zahlen. Machen wir mal so hier, 48 und diese ganzen 6, 7, bla bla bla. 56,8 könnten wir uns leisten. Aber das geht doch noch günstiger. Das geht doch noch auch günstiger. D-E-I-H. Kommen Sie dann. Nimm an das Ding. Unsere Wunschsumme ist nicht verhandelbar. Doch, sie ist verhandelbar. Das weißt du ganz genau, Zinedine. Das weißt du ganz genau. Jetzt nimm an. Nimm an den Lachs. Ja, sage ich ja. 53 Millionen, bisschen günstiger. Was sagt dazu 52? 52,1? Zinedine, komm. Können wir uns einigen? Faires Angebot, jawohl, Ski. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Nübel. Heißt ja nicht, dass wir uns Nübel... Vielleicht holen wir uns Nübel dann in der Winterpause. Gute Arbeit. Markenpräsenzziele. Sehr gut. Luka Jovic sorgt für gute Trikotverkäufe wahrscheinlich. Ne? Zahavi, es tut mir leid. Du hast eine sehr, sehr, sehr gute Saison gespielt.
im ersten Jahr bei uns. 82 hat er derzeit. Aber 82 ist ja erst noch 23 Jahre alt, ne? Das ist ja schon mal definitiv eine Verbesserung für unser Team. So kann man es sagen. Hier, Junior möchte ich dieses Mal auch hier ein bisschen mehr. Hier mache ich, ich brauche nicht zwei Innenverteidiger. Junior kommt hier mit rein. Let's go. Sehr nice. Und damit war es das hier für die heutige Folge mit PSV Eindhoven. In der nächsten Folge werden wir dann Luka Jovic das erste Mal spielen lassen. Ich werde dann natürlich die ersten Spiele auch selber machen in der neuen Saison hier mit Eindhoven. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns logischerweise beim nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Ich bin raus, haut rein und tschüss.